Lied ist Hallo. Just right to be wrong. You're gonna say fucking, then say it. Ja, ich bin Mari Gontaki. Ich bin Carmen. Ich bin Vanessa. Hi, ich bin Michelle. Ich bin Kjell. Ich heiße Ona. Ich bin Mathieu. Hi, ich bin Columbus. Ich bin Ami und komme aus Southside. Geil, geil. Ja, ich war schon immer so ein Mensch, der seine Gefühle nicht ausgesprochen hat. So, ne? Ich rede nicht über meine Gefühle mit niemandem. Und Musik hilft mir halt, das auszudrücken. Ne? Jeder hat tief in sich drin eine Message. Eine Stimme, die einem sagt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ein Gefühl, was einen tagtäglich an sich selber arbeiten lässt. Einen Traum, an dem man festhält, egal was andere dazu sagen. Musik. Musik bedeutet mir viele Sachen. Wenn ich halt Musik mache, habe ich natürlich Spaß. Man kann seine Gefühle ausdrücken. Also ich finde, das Leben geht gerade sehr schnell. Es ist gerade sehr viel, man wird erwachsen. Und es ist irgendwie ein gutes Gefühl, weil man sich freier fühlt. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen scary so. Wir brauchen diese Emotionen, die uns am Leben halten und uns jeden Moment daran erinnern, wie wichtig es ist, für eine gerechtere Welt für uns alle zu kämpfen. Auch wenn es ziemlich oft ziemlich anstrengend sein kann. Vor allem, wenn dir keiner zuhört. Also ich glaube, man denkt schon immer, dass man so ein bisschen alleine ist. Also man fühlt sich einfach immer so ein bisschen unverstanden. Wahrscheinlich auch einfach, weil man nicht drüber redet. Aber ich glaube, letztendlich hat halt wirklich jeder einzelne Mensch so einen inneren Kampf, so einen inneren Struggle. Mein Leben fühlt sich so an, es ist ähnlich wie eine Achterbahn. Geht drunter und drüber. Mal hast du gute Phasen, mal hast du schlechte Phasen. Durch den Kopf geht mir, dass ich Frieden möchte, einfach Frieden. Freiheit, Ruhe, kein Stress. Das machen möchte, was ich machen möchte und nicht auf andere hören möchte. Wenn du glaubst, dich verstecken zu müssen, weil du anders aussiehst als die Leute um dich herum und sie dich ständig spüren lassen, dass sie keine Ahnung haben, wie es in deiner Welt aussieht, weil sie nie Konsequenzen zu spüren bekommen und du nur eine Nummer in ihrem System bist. So viele Menschen, die denken, dass sie dich kennen, die zu wissen glauben, was am besten für dich ist. Dabei sehen sie dich nur, wie sie dich haben wollen und nicht wie oder wer du wirklich bist. Immer wieder fragt man sich, wofür man das eigentlich alles tut oder wo das alles mal hinführen soll. Bis du verstehst, dass es eigentlich ganz egal ist, wohin das Leben einen führt, solange du frei bist und die beste Version deiner selbst sein kannst. Am glücklichsten und am meisten ich selber bin ich, würde ich sagen, wenn ich schreibe und quasi, wenn ich die Möglichkeit habe, mir meine eigenen Beats rauszusuchen. Das Leben für mich ist gerade ein bisschen kompliziert. Ich bin gerade in der Phase, wo ich mich erstmal selbst finden muss. Die richtigen Freunde finden. Man soll auch mit den richtigen Leuten zusammen sein. Ich habe im letzten Jahr über mich selber gelernt, dass ich mutiger sein sollte, in mich selber vertrauen sollte und weniger auf andere Leute hören sollte, dass ich mein eigener Manifestor bin. Ich bin am meisten ich selbst, wenn ich Musik mache, einfach weil ich mich da so ausdrücken kann, wie ich es gerne möchte. Und ich weiß, ich kann da so viel Gefühl reinstecken. Musik gibt mir das Gefühl, einfach stark zu sein, ich selbst zu sein. Ich singe, wenn ich traurig bin, ich singe, wenn ich glücklich bin, ich singe, wenn ich abgefuckt bin. Musik drückt meinen Schmerz aus, aber auch mein Glück und den Rest meiner Gefühle. In der Musik finde ich die Ruhe. Wenn ich zum Beispiel sehr sauer bin, dann höre ich Musik, um mich kurz zu sammeln und zu überlegen, was ich überhaupt sagen möchte und nicht aus dem Affekt raus was Doofes zu sagen. Das alles ist Soul of Braunschweig. Auch in diesem Jahr haben wir 9 junge Artists dabei begleitet, einen Song aus ihrer persönlichen Message zu machen. Nicht immer weiß man direkt, wie viel Poesie in einem steckt, wenn man erstmal den Gefühlen auf den Grund geht. Jedes Mal gab es den Moment, in dem es auf einmal Klick gemacht hat und sich eine klare Topline herausgebildet hat. Und dann fügt sich eines zum anderen und ehe man sich versieht, hat man einen ganz eigenen Song, der auch für Außenstehende unter die Haut geht und den Zuhörer mit in die Welt der Birdies führt. Your light is shining cold and tender on my skin. Make me as pale as the white world I'm living in. My limbs are weak from the weights dragging on my feet.
can't help but feel like everyone's staring at me. But you're the only one. Das erste Kennenlernen kostet immer alle große Überwindung, weil man seine tiefsten Ängste und Emotionen vor einer Gruppe Fremder teilen muss. Aber genau da passiert die Magic, weil man feststellt, dass man nicht alleine ist. Same struggle, different stories. Und plötzlich war es, als sei man unter alten Freunden, die man lange vermisst hat, ohne zu wissen, dass es sie eigentlich gibt. Das Ziel dieser Reise war jedem von Anfang an klar. Eine unvergleichliche Show mit einer Riesenband, die die Songs der Birdies standesgemäß der Welt präsentiert. Alle Songs werden gemeinsam performt, alle ziehen an einem Strang. Denn Musik ist alles, nur kein Wettbewerb. Auch wenn jeder seinen persönlichen Solosong hat, galt es, die anderen Birdies hinter sich zu einer kollektiven Message zu vereinen. Und so arbeiteten wir unermüdlich, bis jeder Song die Power hatte, die ihm gebührt. Neben den Solosongs gab es auch Duo- bzw. Trio-Songs, bei denen die Birdies ein gemeinsames Thema finden mussten, auch wenn die Lebensrealitäten teilweise komplett verschieden sind. Jede Session war ein Feuerwerk an Emotionen und jedes Mal haben wir alle unseren Horizont um Meilen erweitert. Besonders als John Alexander und Ingrid Arthur von den ehemaligen Weather Girls zu Besuch waren, weil sie von der legendären Soul Power der Birdies gehört haben. Past. People poisoned me and broke me apart. One more time and I am dying inside. People are capable hurting each other every time. Like, very nice. Paint the picture more. A friend of mine, one day I was singing in the audience, and I like to, for people to see what I'm seeing as well. Right. Mm. And she yelled, paint the picture, girl, paint the picture. Uh-huh. So I've kind of adapted that and then sharing it with other people. Because you got the vocals. Mm. You ain't got to worry about that. You know, it just really flows. Good. You got that. So now, instead of just concentrating on the music of where you're going, talk to us and paint the picture. Yes. I want to see exactly okay. What you see. Yes. Und irgendwann war es dann soweit. Wir waren ready, die Songs vor Publikum zu präsentieren. Erstmal mit kleinem Besteck als Überraschungskonzert bei unserem Soul Brother DJ Evolution im Kaffeehaus. Diese Birdies brauchen keine großen Bühnen oder Menschenmengen, um ihre Soul Power zu entfalten. Und dann war klar, der erste Gig mit voller Band und allem drum und dran kann kommen. Wer die erste Staffel Soul of Braunschweig gesehen hat, weiß, dass der Livestream im Wohnzimmer des Bird's Nest ursprünglich nur als Notlösung gedacht war, als 2021 das Wetter unser Abschlusskonzert im Wolters Applausgarten cancelte. Doch was gibt es eigentlich Besseres, als seine Songs mit voller Bandpower als Premiere in einem Safe Space zu spielen? Nur vor Freunden, aber vor Hunderten von Zuschauern online. Ich habe gemerkt, teilweise seitdem ich hier in diesem Projekt bin, haben mich alle, wirklich alle gestärkt dafür und meinten, mach einfach weiter so. Und jetzt bin ich stärker geworden. Und ich glaube, ich spreche für alle Beteiligten, wenn ich sage, dass diese Livestreams ganz besondere Meilensteine auf unser aller Reisen sind. Also mein Song ist für mich Total Empowerment, weil ich
immer nicht damit klargekommen bin, dass ich irgendwie anders war als alle aus meiner Klasse. So, ich war die einzige Person of Color. So, und ich war umgeben von straight hair, white girls. Und da hieß es immer, du musst deine Haare glätten, du bist zu dick, deine Oberschenkel zu breit und was auch immer. Und ich dachte immer, ich bin falsch, ich muss anders sein. Bis ich verstanden habe, dass anders sein richtig ist. Und dass es nur falsch in einem falschen System ist. Aber das war noch längst nicht alles. 3. September 2022, Braunschweig, Wolters Applausgarten. Mal wieder Full House und mal wieder ein Publikum, was vielfältiger nicht hätte sein können. Dieses Leben ist so hart, es ist nicht einfach. Wenn du merkst, dass du hier nicht so reinpasst, ich weiß, ich kenne deine Last. Wir sind halt nicht so angepasst, andauernd wird dir vorgelabert, du musst so und so sein, aber nein, das ist irgendwie nicht meins, ich will anders. Mega Stimmung hier, mega Power, was auch von der Bühne hier runterkommt. Das hat mich total geburnt, das war so, so kraftvoll und heute auch wieder, das ist echt Soulfood-Therapie. Ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so oft Gänsehaut wie bei diesem Event, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass sie kommen. Man vergisst eigentlich, dass sie das Kids sind, die selbst ihre Songs schreiben mit mir zusammen. Ja. Und man denkt einfach so, ja, das ist einfach eine Show. Man vergisst einfach den Hintergrund. Und das finde ich jetzt extrem bemerkenswert. Vor allem so emotional. Die Crowd war übelst geil. Die hat uns die Energy zurückgegeben, die ich eigentlich auch wollte. Vor allem, als die Taschenlampen hochgingen, da habe ich angefangen zu heulen. Und dann war ich dann so, scheiße, ich muss gleich singen. Der Abend war geisteskrank. Der war nicht mehr normal. Also man hat es ja schon geil vorgestellt, aber dass es so geil wird, wie es jetzt geworden ist, hätte ich, glaube ich, keiner denken können. Das ist so ein geiles Gefühl, so ein mächtiges Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und wirklich deinen eigenen Song performst, den du selber geschrieben hast. So unfassbarer Spaß und ich bin glücklich, aber auch traurig, dass es zu Ende ist, aber glücklich, dass ich das so geil gerockt habe und dass wir alle das so geil gerockt haben. So ein verdammt geiler Abend gewesen, werde ich niemals vergessen. Ja, also es war richtig nice. Wirklich, ich konnte alles rauslassen und war am meisten bei dem letzten Song. Es war richtig geil. Ich bin so dankbar, dass ich hier dabei sein durfte und wow, einfach nur wow. Ich bin wirklich einfach nur sprachlos. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich denke, ihr müsst es selbst erleben. Diese Reise geht weiter und neue Talente stehen bereit, ihre Messages rauszuhauen. Also hört ihnen zu, schaut nicht weg, denn wer, wenn nicht ihr? Soul Power.
Kraft und scheiß auf Autorität. Und ja, ich setze leider falsche Prioritäten. Logischerweise dachten alle, ich wär dumm, denn ich gammelte den ganzen Scheißtag nur so rum. Hab das Nötigste gemacht und nicht weitergedacht. Kennt es jeder, denkt, dass du leider verkackst und die weiter nicht schaffst. Sag, wer hat drüber nach, denn schon weitergedacht. Gäbe es nicht jemanden, der mich verstanden hat, dann wäre ich noch länger auf alles sein Fuck. Unsere Schwierigkeiten haben sich ergänzt, weil es besser haben, darum haben wir gekämpft. Ja, was ihr redet, hat mich nicht interessiert. Meine Träume haben mich täglich inspiriert. Macht, was ihr wollt, ich muss mit euch sein. Wenn ihr wollt, ich mache, werde ich dann zurückschauen. Mich täglich inspiriert. Macht, was ihr wollt, ich lass mir da nichts sagen. Bin kein Punching Wall, denn ich werd zurückschlagen.